wir Menschen, wir stellen uns ja auch so langsam auf die winterlichen Temperaturen ein. Wir ziehen uns dicker an, aber auch das Auto sollte gewappnet sein für die kalte Jahreszeit. Ich habe zum Beispiel heute erst eine Autowäsche gehabt, denn bei mir steht bald der Reifenwechsel an. Aber nicht nur der Reifenwechsel ist was, was Sie zur neuen Jahreszeit machen sollten, sondern vielleicht auch sich ausstatten sollten. Zum Beispiel, was ist, wenn Sie einen Wildunfall haben? Gerade Wildunfälle passieren jetzt in der kälteren Jahreszeit häufiger. Wie Sie sich dafür wappnen können, das zeigen wir Ihnen in dieser Sendung. Aber auch einige Produkte für die Autobatterie. Denn Sie wissen das vielleicht auch und haben vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht, dass die ein oder andere Autobatterie gerne mal in den kälteren Jahreszeiten und bei kälteren Temperaturen schlapp macht. Aber da haben wir einiges für Sie jetzt in dieser Sendung mit dabei. Eine gute Auswahl, mit der Sie sich für die kalte Jahreszeit wappnen können und sicher durch diese Jahreszeit gehen können. Und die Produkte, die hat uns Ralf mitgebracht. Ja, und wir haben hier den Pannenhelfer schlechthin als erstes Produkt. Ich habe das zum ersten Mal gesehen, habe es sofort in mein Auto gemacht. Und jetzt haben wir gerade Temperaturen, die sind so nachts knapp über dem Gefrierpunkt. Ich glaube, 2 Grad waren es bei uns die letzten Nächte. Und wenn der eine oder andere von Ihnen jetzt schon Probleme hatte, am Morgen das Auto zu starten, weil die Batterie ein bisschen träge wird, dann müssen Sie sich einfach Hilfe holen. Und zwar jetzt nicht durch den Pannendienst, das kann man dann natürlich auch machen, wenn das, wie sagt man so schön, das Kind in den Brunnen gefallen ist. Aber dann können Sie damit rechnen, dass viele andere dasselbe Problem haben und dass man dann 2, 3, 4 Stunden Wartezeit hat. Das zeigen die Erfahrungswerte aus dem letzten Jahr. Hiermit haben Sie keine Wartezeit, weil das ist unser 5-in-1 Pannenhelfer. Und Sie sehen hier schon diese Batterieklemmen. Zu dem kommen wir ganz am Schluss. Ich möchte Ihnen erst die anderen Optionen zeigen. Und zwar haben wir hier auch eine Powerbank, da einfach eingeschaltet. Dann sehen wir den Füllstand, 9000 mAh. Hier haben wir einen USB-Anschluss. Ich kann also auch mal im Panne oder im Staufall hier mein Handy wieder laden oder andere USB-Geräte laden oder betreiben. Gleichzeitig auch hier eine 12-Volt-Buchse, die ich anschließen kann. Sie sehen, das ist alles spritzwassergeschützt. Auch hier einfach mal 12-Volt-Geräte außerhalb von Auto, beziehungsweise ohne, dass die Zündung an ist oder wenn die Batterie leer ist. Dann haben wir hier auch einen wunderbaren Scheinwerfer. Das kann man wirklich sagen. Sie bleiben einfach auf dem Powerknopf 2, 3 Sekunden drauf. Jetzt sehen wir hier einen Scheinwerfer. Das ist also auch gerade im Pannenfalle. Ja, ist das eine schöne Zusatzbeleuchtung. Nur mal Radwechsel zum Beispiel, wenn du das Ersatzrad drauf machen musst. Und das ist im Dunkeln, ja, dann hilft das zusätzlich. Und wir haben noch eine Warnblinkanlage zusätzlich. Sie sehen das jetzt vielleicht, also nachts ist das extrem grell, zusätzlich eben zur schon vorhandenen Warnblinkanlage. Und jetzt, Reifenpanne hatte ich angesprochen, haben wir hier, bevor wir jetzt für mich zum Hauptakt kommen, haben wir hier einen Kompressor. Wir sehen einen Manometer, ja, und hier unten drin, richtig schön gemacht, ist der Anschlussschlauch für Auto, Motorrad, Fahrrad. Und jetzt hast du hier einen Druck von 17 Bar. Und damit kannst du eben Autoreifen aufblasen, sogar Lkw-Reifen. Könnte ich da mal kurz sagen, komm, wir schieben Luft nach. Und das ist übrigens auch ganz wichtig, Manometer, Reifendruck kontrollieren. Wann hast du das letzte Mal, weil du gesagt hast, du hast dein Auto gewaschen, wann hast du das letzte Mal, Rebecca, deinen Reifendruck kontrolliert? Das ist schon lange her. Das letzte Mal, dass ich gemerkt habe, dass ich zu wenig auf dem Reifen hatte, war, als ich mit meinem Wagen in der Werkstatt war. Und dann habe ich die Checkliste gesehen und habe gesehen, Reifendruck war nicht okay. Und da dachte ich mir so, ach, hättest du vielleicht mal nachgucken sollen. Aber ich habe so einen Kompressor nicht. Und dann ist das ja auch immer so viel Aufwand, ne? An der Tankstelle ranzufahren. Dann musst du dir das Ding leihen und so weiter. Deswegen bleibt das bei mir schon mal auf der Strecke. Die meisten vergessen das sogar. Also ich kann das sagen von früher von mir. Ganz einfach, du fährst an die Tankstelle, fest vorhaben. Ich überprüfe jetzt mal Reifendruck. Übrigens auch das Reserverad immer kontrollieren. Und dann gehst du tanken, bezahlst, sitzt ins Auto, fährst weg und denkst, oh, ich hätte doch wollen. Hiermit können Sie jederzeit zu Hause einfach mal am Samstag sämtliche Autos kontrollieren. Denn zu wenig Reifendruck verlängert den Bremsweg und verändert die Fahreigenschaften. Und es geht auch an den Geldbeutel bei den Spritpreisen. Ganz wichtig, mehr Spritverbrauch und auch der Reifenabrieb ist höher. So, also das waren jetzt die ersten 4 und jetzt kommen wir natürlich zur Hauptsache. Batterie leer. Meistens früh morgens, man hat sowieso eilig irgendeinen Termin, Arbeit, Arzt oder sonst was und steht dann da und flucht wie ein Rohrspatz. Müssen Sie nicht mehr. Sie nehmen dieses einfach und jetzt sehen wir die 2 Batterieklemmen und klemmen das an die Batterie. Schwarz minus, rot plus. Und jetzt haben wir hier einen Strom von bis zu 600 Ampere. Und der hilft jetzt eben, oder der
sorgt dafür, dass der Anlasser genügend Strom kriegt. Der Anlasser startet den Motor läuft, Panne behoben. Und das innerhalb von einer Minute. Ja? Motorhaube auf, dran. Und wir sehen es hier, wie einfach das ist. Mhm. Ja, und auch gerade die Damen in einem Haushalt, liebe Herren, einmal zeigen. Das ist ja kein Hexenwerk, weil viele haben da Angst. Auto, Elektrik, mache ich da was falsch? Nein, kannst du nicht. Auch an der Batterie ist das immer sehr, sehr deutlich gekennzeichnet. Rot ist Plus, schwarz ist Minus. So, und jetzt im Pannenfalle, dann bist du eben gewappnet und kannst vielleicht auch mal der freundliche Nachbar sein, der freundliche Kollege. Letztes Jahr habe ich das mehrfach gemacht, auch bei zwei Arbeitskollegen, die nach Feierabend mit leerer Batterie da standen. Puff, keine Sache. Ja? Also damit ist es unglaublich einfach und das kann wirklich jeder. Also meiner Meinung nach gehört das hier wirklich in jedes Auto. Ja, und was ich letztens besorgt habe, um jemanden bei einer Panne zu unterstützen, waren diese Überbrückungskabel. Und die sind ja auch schon recht teuer. Und nur da brauchst du immer zwei Autos. Hier bist du komplett unabhängig von Hilfe, von Pannenhilfen, von der Nachbarschaftshilfe und kannst selber auch mal die Reifen aufladen. Und die Batterie vor allem. Die Reifen natürlich auch, aber die Batterie vor allem auch mal aufladen. Und damit habe ich die Sicherheit, dass ich in jedem Fall das richtige Gerät zu Hause habe. Vielleicht sogar unter Umständen im Kofferraum einfach direkt mitführe. Dann habe ich auch eine Powerbank praktischerweise mit dabei. Die Artikelnummer ist die ZX3013 und die 569. Und dann kommt das zum TV-Sonderpreis direkt zu Ihnen ins Auto oder in die Garage. 2,4 Liter Hubraum ist, glaube ich, die Devise bei dem Gerät. Aber da hast du noch was anderes. Ich komme gleich drauf zu. Also hier haben wir gerade, du hast das gesagt, 2,4, also 600 Ampere. Das reicht für 2,4 Liter Benzinmotoren. Mhm. Also wenn so, Sie wissen, wie viel Hubraum Ihr Auto hat. Wenn Sie ein größeres haben, dann kommt hier jetzt der große Bruder zur Geltung, weil der schafft jetzt genau die gleichen Optionen, aber der hat über seine Batterieklemmen einen Ladestrom bis zu 1000 Ampere. So, und jetzt sind wir in der Luxuslimousinenklasse. 4,5 Liter Hubraum kann ich hiermit starten. Da würde ich also mit diesem Gerät nicht genügend Strom erzeugen, dann einfach der größere. Ansonsten sehen wir hier selbe Optionen. Wir sehen vorne ganz einfach hier auch einen Testschalter. Moment, ich mache es spiegelverkehrt. Gucken wir hier, Test, dann sehen wir den Füllstand und schalte USB zu. Wir sehen hier natürlich das Licht. Auch hier ein richtiger Scheinwerfer, den wir jederzeit zuschalten können. Und das ist also so einfach. Und hier schalten wir USB zu oder ab. Also USB, 12 Volt haben wir. Dann haben wir hier auch wieder einen Kompressor. Das sehen wir auch hier hinten wieder mit Manometer. Alles wieder schön verstaut. Und für mich das Wichtigste, egal ob man selber in der Bredouille hängt oder einem Kollegen hilft, eben die Batterie klemmen. Und übrigens, Pannendienste heutzutage. Wer mal in den letzten Jahren einen hatte wegen Batteriefahren, die kommen mit ganz ähnlichen Geräten. Die kommen ja auch nicht mehr mit Überbrückungskabel. Die stellen sich zu dir, schließen es an und so einfach kann das dann behoben sein innerhalb von wenigen Sekunden. Ja, nur bei Pannendienst ist halt die Wartezeit so extrem lang. Und das kann gerade in der kalten Jahreszeit schon mal doppelt so ärgerlich sein. Ist ja schon ärgerlich genug, wenn ich merke, meine Batterie ist leer. Aber wenn ich dann auch noch stundenlang warten muss, das kann sehr, sehr unangenehm sein. Da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Deswegen wappnen Sie sich. Die Artikelnummer für diese 5-in-1 Starthilfe ist die ZX3052 und die 569. Der TV-Sonderpreis für Sie exklusiv als Pearl-TV-Zuschauer liegt bei 85 Euro und ein paar zerquetschte. Aber ich würde sagen, der Preis lohnt sich definitiv. Wenn Sie aber sagen, okay, 5-in-1 Starthilfe finde ich super, aber eigentlich brauche ich nur die Starthilfe, keinen Kompressor, dann könnte das nächste Produkt was für Sie sein. Ja, und der eine oder andere will auch keinen Pannenhelfer im Kofferraum. Vielleicht im Handschuhfach. Und da sind wir hier jetzt genau richtig. Und jetzt habe ich gerade einen Satz gesagt, den möchte ich noch mal kurz relativieren. Man wartet ewig lang auf Pannendienste. Das liegt nicht daran, dass irgendein Pannendienst in Deutschland langsam wäre. Es liegt daran, dass alle dann auf einmal kommen. Die arbeiten so schnell sie können. Also Hut ab vor der Arbeitsleistung, auch jetzt, wenn wieder Frost kommt, vor allen Pannendiensthelfern. So, jetzt kommen wir aber zu diesem Gerät. Und du siehst hier diese Schatulle, wunderbar, passt ins Handschuhfach oder unter den Sitz oder neben den Sitz. Und das hast du jetzt jederzeit griffbereit. Und wenn wir das mal aufmachen, sehen wir hier eine Powerbank, wie wir sie eigentlich klassisch kennen, um Handys zu laden, ja, oder Mobilgeräte. Füll
Lichtmenge hier ganz einfache oder riesengroße, können wir sagen, 12.000 Milliampere-Stunden. Und jetzt schauen wir mal auf die Anschlüsse. Auch zusätzlich auch noch hier ein Scheinwerfer. Aber wenn wir das jetzt anschauen hier, sehen wir auch Anschlüsse herkömmlich wie USB. Also ganz einfach hier für Mobilfunkgeräte, auch ganz modern USB-C. Also das ist schon mal ein Riesennutzen, weil jeder hat heutzutage ein Mobilfunkgerät oder andere USB-Geräte, die er unterwegs laden will. Aber jetzt sehen wir diesen Stecker, ja? Diesen Anschluss. Und dazu sind wieder diese Batterieklemmen im Lieferumfang enthalten, in der Tasche. Und das ist auch kein Hexenwerk. Diana, darf ich dich mal bitten, dieses Kabel hier bitte anzuschließen? Nur damit man mal sieht, das ist so kinderleicht, weil man kann es nicht falsch machen. Der eine ist komplett rund, der eine Stecker, der andere ist ein bisschen eckig. Das heißt, so. Und jetzt könntest du sofort an die Autobatterie und könnten jetzt starten. Ich mache dir mal die Motorhaube. Nee, willst du sehen? Okay, Motorhaube. Sehen Sie. Sag, einmal gezeigt, kein Problem mehr. So, jetzt anschließen. Und hier haben Sie jetzt auch wieder Strom bis zu 1200 Ampere. Also vom Kleinwagen bis zur Luxuslimousine. Der Riesenvorteil hier, du musst es nicht im Kofferraum transportieren. Mhm. Das hast du im Handschuhfach oder eben neben Sitz. Guck mal, jetzt wäre gleich das Malheur behoben, richtig ansetzen, ins Auto starten. Wichtig ist, wenn das mal passiert ist, bitte nicht, wenn das Auto wieder läuft, 2 Minuten später wieder ausmachen, sondern mal 10, 20, 30 Kilometer fahren, eine halbe Stunde, damit die Lichtmaschine die Batterie wieder aufladen kann. Ich finde das fantastisch, dass eine Starthilfe so klein daherkommen kann und so praktisch auch mit dieser Hülle. Die ist ja auch echt schick, ne? Und wenn ich das so gut verstaut habe und dann immer griffbereit habe und wenn es nur zwischendurch ist, zum Beispiel jetzt, wenn wieder Sommer ist, um einfach mal mein Handy beispielsweise aufzuladen, so eine Powerbank im Auto, die noch dazu Starthilfe kann, finde ich super. Ja, es ist richtig toll. Und jetzt kommen wir noch zu einem wirklich wichtigen vierten Punkt, den wir haben, der Starthilfe. Ja, machen wir das mal kurz zur Seite und kommen zu dieser hier. Und da muss ich sagen, das ist raffiniert gemacht. Jetzt haben wir alle Starthilfen, muss ich irgendwie an die Batterie kommen. Ja, ich muss Motorhaube aufmachen, bei vielen auch im Kofferraum, an die Batterie kommen. Das ist bei manchen Autos eigentlich unmöglich, weil die komplett verschalt sind. Ich hatte auch mal so ein Auto, gar keine Chance. Und hier ist diese Starthilfe, ja, die musst du nicht an die Batterie. So kommt sie zu Ihnen und Sie sehen, die ist klein und schlank, hat schöne Zubehör. Aber das hier ist die Powerbank. Wir sehen hier einen Anschluss, Krokodilsklemmen. Man könnte also auch damit direkt an die Batterie. Aber das hier ist das Intelligente. Du siehst den Anschluss an die Powerbank und hier den Zigarettenanzünder, also 12-Volt-Steckdose. So, und wenn du jetzt mal die Batterie leer hast, dann schließt du die Powerbank hier an, über den Zigarettenanzünder, machst die Zündung an und jetzt fließt der Strom nicht raus, sondern rein in die Batterie. Und das geht so circa 10 Minuten, also so viel Zeit muss man sich nehmen. In der Zeit einfach mal anrufen zu Hause, ich komme ein bisschen später oder E-Mails checken. Und nach circa 10 Minuten, das wird auch angezeigt, ja, kannst du starten. Dann hat die Batterie wieder genug Strom über die Powerbank erhalten, dass du wieder starten kannst und dann ohne das Fahrzeug zu verlassen wieder weiterfahren kannst. Das hat viele Vorteile. Mhm. Erstens mal musst du nicht an die Batterie, wie gesagt, wenn sie verschalt ist oder wenn man sagt, oh nee, lass mich bloß in Ruhe, ja, mit der Batterie. Und man muss auch nicht raus ins Wetter oder gerade, du kennst ja, ein Unglück kommt selten allein. Dann bist irgendwo auf einem einsamen Waldparkplatz oder irgendeinem Parkplatz, wo du ja sowieso nicht geheuer bist, als Frau nachts. Mhm. Nur mal ein Extrembeispiel. So, Batterie leer. Boah, jetzt muss ich da raus. Ich weiß ja nicht, wer da keucht und fleucht. Nein, schließ ab, Auto zu, das anschließen, Zündung anmachen, kurz zu Hause anrufen, du ja, kannst auch 10 Minuten noch telefonieren, ja, und dann startest du ganz bequem. Und das ist für mich eigentlich Perfektion an Pannenhilfe. Ja. Ja. Also mir war das gar nicht bewusst, dass das so einfach und unkompliziert geht, dass ich mich gar nicht mal aus dem Auto rausbewegen muss. Und du sagst es, ich fahre häufiger mal nachts durch den Wald, wenn es dunkel ist und denke mir so, hier würde ich ungern eine Panne haben. Das wäre jetzt ein bisschen ungemütlich. Also nicht nur ungemütlich, sondern da hätte ich schon auch so ein bisschen Schiss. Ne? Deswegen lieber im Auto sitzen bleiben.
ist ja auch leicht im Handschuhfach verstaut und dann muss ich mich gar nicht rausbewegen. Natürlich kann man mit der Powerbank auch Mobilgeräte aufladen, klar. USB-Anschluss mit Schnellladefunktion haben wir auch, eine Taschenlampe ist auch dabei. Aber für mich ist das auch das einzige System, das ich kenne, in dem du das Auto nicht verlassen musst. Mhm. Also jetzt mal ein Appell an Männer und an Väter, ja? Das hier der Tochter oder der Frau ins Auto legen. Und man denkt ja immer, so eine Batterie kommt nur bei älteren Autos vor. Klar, ältere Autos, die Batterien sind meistens älter. Aber moderne Autos haben ein ganz anderes Problem. Die haben 100-mal so viel Elektronik drin. Da sind so viele Geräte, die unter Umständen Strom ziehen könnten, ja, wo man es gar nicht merkt, dass es plötzlich Batterie leer ist. Und deshalb eigentlich für jeden Autofahrer, ja, der Benzin-Verbrennermotor fährt, der sollte eine Starthilfe dabei haben. Und die hat natürlich Riesenvorteile. Viele Vorteile, einfach zu bedienen, einfach zu verstauen, nicht mehr aus dem Auto müssen, um sich Starthilfe zu geben, überhaupt sich selber Starthilfe geben zu können und nicht auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Das geht, wenn Sie jetzt zugreifen mit der Artikelnummer ZX3023 und die 569. Der TV-Sonderpreis liegt bei 85,49 €. Und falls Sie den TV-Sonderpreis mal nicht bekommen könnten. Hilf mir mal weiter. Ja, das könnte online mal passieren. Dann rufen Sie einfach im Callcenter an. 0800 51 51 dreimal die 4. Danke dir. So, jetzt bleiben wir aber bei der Sicherheit. Du hast ganz am Anfang etwas angesprochen, was mir selber mal passiert ist, ein Wildunfall. Aber das ist nur ein Beispiel, warum ich empfehle, dass in jedem Auto ein Dashcam ist. Ja, wäre ich Verkehrsminister, ich weiß nicht, wer der Neue wird, wir werden sehen, aber wäre ich Verkehrsminister, ich hätte schon lange ein Gesetz auf den Weg gebracht, dass es Pflicht ist, in Autos Dashcams zu haben. Kurz ausführen, was ich hatte in den 90er Jahren, einen Wildunfall. Ich konnte nicht nachweisen, dass es ein Wildunfall war. Reh hat zum Glück überlebt. Schaden am Auto, 2.500 D-Mark. Ich musste selber bezahlen. Hätte ich nachweisen können, Wildunfall, ja, hätte die Versicherung bezahlt. Sie können solche Situationen und auch jeder andere zu 100% nachweisen, wenn Sie eine Dashcam installieren. Und diese Dashcam ist wirklich herausragend gut. So kommt sie zu Ihnen und wir packen sie einfach mal aus und sehen hier diese Dashcam, also das, wir sehen die Halterung so jetzt am Armaturenbrett fest, nicht am Armaturenbrett, Entschuldigung, an der Windschutzscheibe. Und das ist Ihre Sicht. Ja? Jetzt sehen wir aber hier schon mal ein Objektiv, was eigentlich auf Sie gerichtet ist. Das ist ein Zweitobjektiv, weil das hier ist die Fahrtrichtung. Und jetzt haben wir hier praktisch zwei 190-Grad-Weitwinkelobjektive und zweimal 190 gibt 380, ja, das heißt sogar Überschneidung, 360 Grad Rundumsicht. Und das ist unglaublich sinnvoll. Und würdest du sie gerade mal kurz halten? Mhm. Ich schließe sie mal kurz an, um Ihnen zu zeigen, was passiert. Du musst mich nur mit dem Stromkabel kurz dran lassen. Das machen Sie entweder über einen Zigarettenanzünder oder über einen USB-Anschluss. Guck mal, ganz kurz. Und jetzt drehst du mal kurz den Bildschirm bitte zu unseren Zuschauern. Und ich mache es jetzt einfach mal über unsere Powerbank bei Ihnen zu Hause, eben 12-Volt-Steckdose oder, also die im Auto, Entschuldigung, 12-Volt-Steckdose oder USB-Steckplatz. So, und jetzt geht die sofort, sobald die Zündung an ist, Sie sehen das, an. Das heißt, einmal installiert, brauchst du dich um überhaupt nichts mehr zu kümmern. Und wir haben Bewegungssensoren, das heißt, sobald du losfährst, und das sehen wir jetzt auch hier oben an dem roten, guck mal, da siehst du das, das rote Licht, die Aufnahme startet sofort. So, und jetzt wird jeder Meter, den du fährst, wird aufgenommen. Das hier ist innen, und Sie brauchen übrigens jetzt nicht sagen, oh, ist der Monitor klein, da sehe ich ja gar nichts. Sie müssen hier auch nicht sehen, das ist ein Referenzmonitor. Ja? Wichtig ist, dass man sicher ist, dass alles aufgenommen ist. Weil das Schlimmste, was einem, glaube ich, passieren kann, neben diesem Wildunfall, wo man dann unglaubliche Kosten hat, ist, dass man in einen Unfall verwickelt wird, was schon schlimm genug ist, und dann zu Unrecht eine Teilschuld oder die komplette Schuld bekommt, aufgrund von Zeugenaussagen. Ja? Mhm. Und das muss nicht mal boshaft sein, weil oftmals geht es ja so schnell, dass man selber nicht mehr weiß, was ist passiert. Hier hast du einen unbestechlichen Full-HD-Zeugen. Ja? Und damit gibt es überhaupt keine Diskussion mehr. Und warum jetzt diese 360 Grad? Im Normalfall machst du schöne Landschaftsaufnahmen, ja? Und kannst aber auch mal gucken, was die Kinder hinten drin für Quatsch gemacht haben. Aber ein anderer Fall ist natürlich, wenn man einen Unfall baut. Das erste passiert vorne dran. Aber gucken Sie mal, dieses Auto verschwindet dann, ja, ist im toten Winkel. Hier gibt es keinen toten Winkel mehr. Und wir sehen hier ein paar Originalaufnahmen einer Dashcam.
Unfälle und beinahe Unfälle. Ja, und das finde ich heutzutage sehr, sehr wichtig. Da sehen wir auch Winter, da kann so viel passieren. Und versuch mal sowas nachher zu erklären. Ja? Ja. Egal, was wir hier sehen, versuch das mal zu erklären. Oh, jetzt wird mir schon richtig schwindelig. Das war eng, richtig eng. Und Sie wissen als Autofahrer, man kommt eigentlich fast tagtäglich, nicht nur im Winter, in kritische Situationen. Mhm. Und deshalb so eine Dashcam für mich das Nonplusultra. Ja, und es ist ja nicht nur für den Fall der Fälle gut zu haben, diese Aufnahmen, auch für den Urlaub. Ne? Einfach mal die Autofahrt aufnehmen. Das heißt, ganzjährig, wenn Sie es einmal drin haben im Auto, dann haben Sie da immer wieder Ihre Aufnahmen dabei und können dann immer zum Beispiel, wenn Sie in die Bredouille kommen, auch mal Beweismaterial hier zeigen oder auch einfach mal die Urlaubsdokumentation. Richtig, also hoffentlich immer nur schöne Aufnahmen. Aber im Falle eines Falles, hattest du schon mal einen Unfall? Kleinere Bagatellschäden. Ja, doch, Auffahrunfälle hatte ich tatsächlich häufiger mal. Und jetzt erinnere dich mal, also egal wie klein der Unfall ist, es passiert so schnell, man weiß hinterher gar nicht mehr, was war jetzt eigentlich, warum? Mhm. Hat der oder was? Also selbst wenn man unfallbeteiligt ist, weiß man es nicht mehr, weil es so schnell geht. Diese Kamera, die weiß alles, weil sie alles aufnimmt. Übrigens mit einem G-Sensor ausgestattet, das heißt im Falle eines Falles, Unfall, Vollbremsung, dann werden die Aufnahmen gespeichert und somit kannst du sicher sein, dass auf der Karte, Micro-SD-Karte kommt rein als Speichermedium, dass da alles drauf ist, wenn was passiert ist. Und die Polizei wird auch sehr dankbar sein. Und es war lange Zeit so eine Grauzone. Darf ich eine Dashcam? Seit 2018 sind wir Autofahrer da ein bisschen sicherer. Da gibt es nämlich ein Urteil des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe. Ja, war am, ich habe nur das gemerkt, 22. Mai 2018, dass relevante Aufnahmen als Beweismittel, also von Dashcams als Beweismittel vor Gericht zugelassen werden müssen. Dein Gedächtnis, Ralf, der Wahnsinn. NX 4498 und die 569 ist die Artikelnummer für die Dashcam, sprich die Videokamera für Autofahrten, die nicht nur, wie wir es hier jetzt sehen, frontal aufnehmen kann, sondern tatsächlich rundherum alles im Bild erfasst. Der TV-Sonderpreis liegt für Sie bei 123,49 €. Erhalten Sie natürlich, wenn Sie die Artikelnummer per Telefon durchgeben, sollten Sie online bestellen und da den TV-Sonderpreis mal aus technischen Gründen nicht bekommen sollten, dann rufen Sie gerne auch da im Callcenter an, damit Sie da auch sparen können. Denn dafür sind Sie ja bekannt, beziehungsweise sind wir bekannt, dass wir Ihnen gerne den TV-Sonderpreis gewähren. Und wenn Sie schon dabei sind zu bestellen, ich brauche ja auch das entsprechende Speichermedium. Genau, Micro-SD-Karte. Hier haben wir eine mit Adapter als SD-Karte, 64 GB groß, also genau richtig für diese Dashcam. Aber Micro-SD und SD-Karten braucht man sowieso immer als Speichermedium. Also auch wenn Sie die Dashcam nicht gekauft haben, die SD-Karte, die dürfen Sie gerne bestellen. Ja, sowas geht ja auch gerne mal verloren. Deswegen jetzt einfach mitbestellen. Die PX9971 und die 569 ist die Artikelnummer. Und wenn Sie die Dashcam bestellen, dann bestellen Sie die am besten idealerweise mit. Dann haben Sie die direkt dabei und einsatzbereit und müssen erst gar nicht suchen, ob Sie noch etwas Entsprechendes zu Hause haben. Und jetzt haben wir einen Bestseller, der endlich auch wieder lieferbar ist für Sie. Ja, und ich muss sagen, das ist für mich das Nonplusultra. Waren Sie schon mal in einem Auto, wo so eine Rückfahrkamera schon serienmäßig drin ist? Ich finde das faszinierend. Rückwärtsgang rein und auf dem Monitor sieht man, was hinten passiert. Ja, das ist aber eben Zusatzoption und früher gar nicht möglich gewesen. Und hier haben wir jetzt einen Nachrüstsatz, der es für Sie möglich macht, eine solche Rückfahrkamera zu haben. Ohne, und das ist ganz wichtig, das Auto in irgendeiner Form zu verändern, ohne in die Autoelektrik einzugreifen. Ich möchte Ihnen das 1:1 zeigen. So kommt es zu Ihnen. Ja, und dann nehmen wir mal die Kamera als erstes raus. Das hier ist die Rückfahrkamera. So, und Sie sehen hier dieses Blech und das wird einfach hinter das Nummernschild geklemmt oder geschraubt. Ja, und dann das Nummernschild wieder festgemacht. Und dann sehen Sie hier einmal die Kamera, aber ganz wichtig, diese Solarpanels, weil die Kamera ist Strom-Selbstversorger über Solar. Das mit dem Nummernschild haben wir mal gemacht. Diana, zeig es uns mal bitte. So sieht es aus, wird dann ganz einfach in Ihrem Nummernschildhalter gemacht. So, was Sie jetzt noch machen müssen, das ist das Einzige, ich zeige es Ihnen hier hinten, An-Ausschalter. Ja? Ich schalte die Kamera ein. So, jetzt ist die schon betriebsbereit. Du bekommst die Kamera, du bist jetzt mein Fahrzeug-Hack. Weil ich glaube, es ist jedem schon mal passiert. Auch die Frage, dir schon mal passiert, rückwärts fahren, irgendwo angeheckt?
Nee, aber ganz oft von gehört. Also ich warte noch auf den Tag, an dem mir das auch passiert. Nee. Toi, toi, toi. Also hat eigentlich jeder schon mal gehabt. So, jetzt kommen wir zum Monitor. Der wird ganz einfach mit einem Saugnapf, da haben wir die Halterung, an Windschutzscheibe oder Armaturenbrett festgemacht. Und dann das Anschlusskabel in die 12-Volt-Steckdose gesteckt. Guck mal. So, und ich mache jetzt hier den Strom wieder an. Das wäre in Ihrem Auto. Und guck mal, jetzt ist die Rückfahrkamera installiert. Siehst du, jetzt sehen wir das Live-Bild. Sogar mit Einparkhilfe, die kann man auch ausschalten. Aber das hier ist jetzt etwas ohne, Sie haben es gesehen, ohne in die Autoelektrik einzugreifen. Das ist rückstandslos, wenn man auch mal das Fahrzeug wechselt, auch umzubauen ans nächste Auto. Und das ist für mich sensationell. Weil es gibt beim Rückwärtsfahren immer ein Risiko, weil jedes Auto, egal wie groß, wie klein, hat hinterm Kofferraum einen toten Winkel. Mhm. Und diesen toten Winkel, den schalten wir damit aus. Natürlich benutzen wir auch noch links, rechts Spiegel, da schauen wir rein, aber zusätzlich hier rein. Und das Einzige, was Sie in Zukunft machen müssen, wenn Sie den Rückwärtsgang reinmachen, aber das ist einfach eine Gewöhnungssache, drücken Sie einmal auf diesen Knopf. Hier, Rückwärtsgang reinmachen, diesen weißen Knopf drücken und schauen Sie, was passiert. Ich habe das Bild nach hinten. Ja. Übrigens, das ist eine Funkstrecke, 25 Meter Reichweite. Das heißt, das gilt auch für Caravan, für auch wenn man mit Hänger fährt, als Gespann hinten dran. Mhm. Ja? Und das kann man ja einfachst umbauen. Sie sehen hier jetzt hier ganz einfach den Nummernschildhalter. Wenn Sie ein geschraubtes Nummernschild haben, ist das genauso problemlos. Montage an der Windschutzscheibe. Ich denke, da müssen wir auch nicht drüber reden. Und guck, das ist das Einzige, was du machen musst. Ja. Steck halt die Steckdose. Also denkbar einfach da die Montage. Und so einfach ist es, dass ich dann auch hinter mir sehe, was da los ist, welche Steine da zum Beispiel im Weg stehen. Das sind ja auch oftmals so Deko-Steine, die da einfach nur rumstehen, um die Autofahrer zu ärgern, habe ich manchmal so das Gefühl. Es sind Begrenzungspfosten oder Steine, das kann jeder. Und ich denke, da sind schon so viele mal dagegen gefahren. Und dann flucht man wie ein Rohrspatz. Und heutzutage so eine kleine Dalle im Stoßfänger, die kostet auch gleich 500-600 Euro Reparaturkosten. Und der schlimmste Fall, der natürlich passieren kann, ist, dass du irgendeine Person, vielleicht sogar eine kleine Person, also ein Kind übersiehst beim Rückwärtsfahren und ein Kind zu Schaden kommt. Das wäre für mich der Albtraum. Und deshalb ist das perfekt. Nochmal, was Sie sich angewöhnen müssen, also der Einbau, der geht, auch wenn Sie nicht handwerklich begabt sind, 5 Minuten. So, und dann angewöhnen, aber das hat man nach 2-3 Mal immer schon automatisch im Bewegungsablauf, sobald Sie den Rückwärtsgang einlegen, diesen Knopf zu drücken. Und sofort hast du die Funkverbindung nach hinten. Die Stromversorgung der Kamera geht über Solar. Das geht also komplett automatisch. Müssen Sie sich nicht mehr drum kümmern. Die Stromversorgung von dem Monitor geht natürlich über die 12-Volt-Steckdose. Aber einfacher kann es nicht sein. Ja, einfacher kann es nicht sein. Und dann wird das Parken bestimmt auch um einiges erleichtert. Ich finde es super, dass sich das auch so schön ins Bild einfügt. Ne? Also man erkennt das, wenn man es nicht weiß, auch nicht am Auto, ne? Weil es eben so schlau montiert ist, direkt am Nummernschild. Und es ist Sicherheit, die Sie sich damit ans Auto montieren. Und das würde ich Ihnen definitiv empfehlen, wenn Sie keine Rückfahrkamera haben. Denn das ist sehr, sehr einfach zu installieren. Die Artikelnummer ist die PX2486. Und die 569. Und ich muss noch mal kurz sagen, warum mich diese Rückfahrkamera so begeistert hat. Wir haben auch andere im Programm schon früher gehabt. Und da musste man immer die Kamera mit dem Rückfahrscheinwerfer verbinden. Das heißt, du musstest mit einem Kabel hinten in den Kofferraum und dann in die Autoelektrik eingreifen. Das ist hier nicht der Fall. Ich greife in keine Elektrik ein, ich nehme keine baulichen Veränderungen vor, ich muss keine Kabel legen. Das einzige Kabel, was ich habe, ist der Anschluss für den Monitor und der kommt in die 12-Volt-Steckdose und die ist in jedem Auto vorne irgendwo in der Mittelkonsole drin. Das heißt, es passt eigentlich an jedem Auto. Und somit hat man eine Luxusoption, die man sich vielleicht schon lange gewünscht hat, eben im Handumdrehen selber installiert. Und das ist ja nicht nur, dass das so Luxus ist, oh, das ist bequem, das ist gemütlich. Es ist eine Sicherheitsoption, weil jeder, der Auto fährt, weiß, wie kritisch Autofahren sein kann, vor allem, wenn man rückwärts fährt. Aber hiermit schalte ich den toten Winkel aus. Ja, und das kostet auch so wenig, ne? Also ich weiß gar nicht, wie viel das in der Extra-Ausstattung bei dem ein oder anderen Auto kosten würde. Viele ältere Autos, die haben das einfach nicht mit drin. So geht es ganz einfach zu installieren und dann haben Sie die Sicherheit, dass Ihre Augen nicht nur vorne sind, sondern auch hinten genauso gut funktionieren. Und einen kurzen Punkt möchte ich noch ansprechen. Ich habe so einen Youngtimer. Ja? Das heißt, der ist auf dem Weg zum Oldtimer. Und da darfst du, wenn du mal ein H-Kennzeichen, ein History-Kennzeichen willst, darfst du keine baulichen Veränderungen vornehmen. Ja?
Das heißt, das kann ich anspringen, aber nachher auch wieder entnehmen. Das heißt, keine baulichen Veränderungen. Also für alle, die auch so alte Fahrzeuge haben wie ich, perfekt. Perfekt, da schlagen Sie am besten jetzt zu. Und der TV-Sonderpreis gilt natürlich auch die nächsten 2 Stunden für Sie. Ganz viel Spaß, indem Sie sicher durch die kalte Jahreszeit kommen.